Pasaia kann dieses Auftaktmatch der Frühjahrsrunde gegen Freienfeld nicht auf dem Heimplatz in St. Leonhard austragen, sondern muss auf den Kunstrasenplatz nach St. Martin ausweichen. Beide Teams spielen also sozusagen auswärts. Und bei beiden gibt es Neuheiten auf der Torhüterposition. Bei den Gästen steht der erst 17-jährige Dominik Kofler nicht mehr im Aufgebot. Er hat einen Zweijahresvertrag bei Wacker Innsbruck unterschrieben. An seiner Stelle spielt Routinier Fabian Reiner. Bei Pasaia sitzt hingegen Stammtorhüter Ivan Hofer auf der Bank. Dafür kommt Andreas Tschöll zu seinem vierten Saisoneinsatz. Hofer und Starstürmer Julian Kofler mussten letzte Woche die Aufnahmetests für Sportstudio machen und konnten deshalb nicht trainieren. Jetzt beginnen sie auf der Bank. Und sehen gleich den ersten Angriff der Gäste. Aaron Grasl flankt in den Strafraum zu Michael Überecker. Tschöll kann sich gleich in Szene setzen. Freifalls Trainer Ingomar Fleckinger, der nach Meisterschaftsbeginn für Alberti gekommen ist, überrascht die Hausherren gleich mit Offensivfußball. Und die Gäste setzen nach. Christoph Auer verliert den Ball an Wieser. Dann geht es blitzschnell Überecker zu Patrick Kraus. Andreas Tschöll rettet mit einem Glanzreflex. Kraus, der vorher noch bei Wiesen in der dritten Amateurliga gespielt hat, hätte diese Chance sicher besser nützen können. Bemerkenswert aber die Glanztat von Tschöll. Und der 34-jährige Schlussmann muss in der 30. Minute wieder sein ganzes Können zeigen. Norman Hofer im Laufduell gegen Kapitän Ploner, dann zieht er ab, aber Tschöll kann erneut mit den Füßen retten. Es bleibt beim 0:0. Auf die erste gefährliche Aktion von Pasaia muss man bis zur 44. Minute warten. Eine herrliche Kombination, die von Christoph Auer ausgeht. Dann das Zusammenspiel mit Alessandro Pedron und Josef Zipperle. Herrlich abgeschlossen von Auer. Doch dieser Treffer zählt nicht. Beim letzten Pass stand die Nummer 4 der Hausherren, wenn auch nur ganz knapp im Abseits. Und so bleibt es nach der ersten Hälfte beim torlosen Unentschieden. Die gefährlichen Aktionen zeigt aber nicht Favorit Pasaia, sondern das Ligaschlusslicht Freienfeld. Und deshalb stellen die Hausherren nach dem Wechsel um. Für Pirbammer kommt jetzt Julian Kofler mit bisher 9 erzielten Treffern, der erfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft. Und hier sehen wir ihn schon beim Freistoß. Tobias Brunner schießt aber übers Tor hinaus. In der 65. Minute wieder ein Freistoß für Pasaia, diesmal auf der linken Seite. Christoph Auer führt ihn aus, aber Reiner passt auf und kommt gerade noch mit der linken Hand ran. Hier macht sich der Torhüter vom Freienfeld ganz lang und rettet das Ergebnis. 8 Minuten später, Freistoß für die Gäste. David Wieser führt ihn aus, direkt aufs Tor von Tschöll. Der lässt sich aber nicht überraschen. Gleich darauf tritt Jonas Diss diese Ecke für die Gäste. Philipp Trenkwalder springt am höchsten, köpfelt aber direkt ins Aus. Jetzt sind noch 5 Minuten zu spielen. Überecker zu David Wieser, der versucht es mit diesem Distanzschuss, verfehlt aber das gegnerische Tor. Auf der Gegenseite lässt Julian Kofler am linken Flügel Max Kindergartner stehen. Fabian Reiner wehrt sicher ab. Und das alles auf ein 0:0 hindeutete. Dieser Fehler von Michael Siller im Mittelfeld. Lukas Reiner luchst ihm den Ball ab, dann übernimmt Patrick Haus. Der bleibt ganz cool, überspielt auch noch Tschöll. Das 1:0 für Freienfeld. Der 23-jährige Kraus im Vorjahr mit 20 Treffern bei Wiesen in der dritten Amateurliga schießt jetzt auch in der Landesliga sein 7. Saisontor und beschert Freienfeld den ersten Auswärtssieg in der heutigen Meisterschaft. Diesen Treffer schauen wir uns noch einmal an. Der Fehler von Silla, der ja noch letztes Jahr in Freienfeld gespielt hat. Und dann behält Kraus die Nerven, macht das ganz stark und sorgt für die Riesenüberraschung hier in St. Martin. Der Trainer hat uns perfekt eingestellt, hat gesagt, wie wir drauf gehen sollen, wie wir hinten auch stehen sollen, dass sie nicht durchkommen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben sie so gut wie keine Chance gehabt, bis aufs Abseits da, wo wir ein bisschen Glück gehabt haben. Aber danach haben wir die Chancen gehabt, ja, in der ersten Halbzeit. Und wir haben gewartet, bis sie kommt, und dann haben wir es gemacht. Wir haben schon gewusst, nach der Hinrunde, nach der Niederlage, dürfen wir das einfach nicht so leicht nehmen. Wir waren mit der Einstellung hingegangen, zu gewinnen. Aber hat einfach nicht gereicht, sie sind einfach schlau gewesen.